Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3. Wir sind fertig mit unserer Eroberung von Irland. Wir müssen uns ein bisschen um unser eigenes Reich kümmern, also ein bisschen innere Politik betreiben, würde ich sagen. Wir haben wieder jemanden, der uns Lösegeld einbringen kann. Das ist schon wieder er. Ne, sie. Für 10 Gold, das nehme ich. Wir haben gerade ein bisschen Geld ausgegeben, um unser Komplott voranzubringen in der letzten Folge, denn ich möchte meinen Halbbruder töten. Es schadet auch nie, ein bisschen den Stammbaum zu beschneiden, sage ich einfach mal. Wir beeinflussen diese Gräfin, die gefangen genommen ist von dem Herzog von Gwynedd. Verstehe ich bis heute nicht. Was ist das für ein Krieg? Also, in irgendeinem Krieg muss der Herzog von Gwynedd sie gefangen genommen haben. Und mein anderer Halbbruder verliert in meinem Königreich Dublin gegen die Gräfin aus Athlone. Achso, sie war unter ihm und versucht, sich selbstständig zu machen. Das würde ich gerne unterbinden. Ich möchte eigentlich nicht, dass du gegen ihn Krieg führst. Gleichzeitig möchte ich ein Druckmittel fingieren. Aber kann ich nicht, da ich erstmal den Mord machen muss. Okay. Gut, dann haben wir das soweit. Also die Erbschafts... Krise. Luminach habe ich mir zurückgeholt, indem ich 150 Bekanntheit geopfert habe. Und ihn hier werde ich töten. Dann bin ich der Haupterbe und kriege mein Land zurück. Und dann habe ich mein Munster wieder komplett unter meiner Kontrolle. Jedenfalls alle Grafschaften. Und wo wir gerade dabei sind, würde ich gerne in meiner Hauptstadt das Geld sparen, bis ich den Hafen auf Stufe 2 bauen kann. Denn der Entwicklungszuwachs von 10% wird uns sehr helfen. Ich muss aufpassen, wir dürfen, glaube ich, nur bis 20 momentan. Wir erforschen gerade Münzprägung. Verbessert den Zuwachs. Was wir wirklich bräuchten, ist Gemeinderegierung. Jetzt auf meine Regierung gehen, dann dauert das Ganze 51 Jahre in unserer jetzigen Bildung. Können wir das verbessern, indem sie uns im Patronat hilft? Sind 6 Jahre weniger. Das heißt, wir könnten das in einem sehr, sehr guten Alter schaffen. Ich muss meine Bildung versuchen zu verbessern. Da sollte ich hinstreben. Sonst erreichen wir unser Entwicklungsmaximum. Das steigert sich monatlich 0,3. Alle 3 Monate also um 1. Ja, wir sollten uns langsam um die Entwicklung Gedanken machen. Erst recht, wenn es noch 40 Jahre dauert, bis wir die Gemeinderegierung entdecken könnten. Woher macht ist die Münzprägung fertig? Für die 10%? Ne, ich werde so weitermachen, wie es geplant ist. Und weiter Geld sparen, denn ich möchte den Hafen ausbauen. Oder möchte ich meine Viehweiden ausbauen? Bringt an sich dasselbe, die Bauzeit wird reduziert. Ja, der Hafen ist einfach zu stark. Wobei wir sollten darüber nachdenken, eventuell, wenn ich das so sehe, ist Othmond ja scheinbar die Hauptstadt von dem, die Herzogshauptstadt von dieser Grafschaft. Ich gar nicht so gut finde. Ich hätte viel lieber, dass die Hauptstadt vom Kleinkönigreich Munster, das Earltum von Desmond wäre. Das wäre ja ganz interessant, wenn es da irgendwie die Möglichkeit, das weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube aber nicht, dass ich hier irgendwie... Nee, ich kann sie nicht zu meiner... Sie ist ja schon meine Hauptstadt. Hier, das ist mein Reichssitz, aber es ist leider nicht die Hauptstadt von Munster. Das bedeutet, dass Lümenach eigentlich die Hauptstadt ist. Und hier habe ich dann auch mein Herzogstumgebäude, was ich errichten kann. Die sollte ich auch errichten, wenn ich Geld dafür habe. 10% Besitztumssteuer wäre natürlich richtig stark. Später vor allen Dingen. Aber auch hier, ich hätte gerne einen Hafen in Lümenach, damit hier die Entwicklung steigt.
Jetzt sollte ich erstmal die Hafenstufe 1 bauen, bevor ich den Hafenstufe 2 in meiner Hauptstadt baue. Ich glaube, das werde ich tun. Der Hafen in Lümenach. Jagdhütten haben wir auch schon. Hier ist noch gar nichts gebaut in seiner Stadt. Hat er Geld? Bevor er stirbt, könnte er vielleicht sein Geld ausgeben? Nee. Aber ich werde sein Geld erben, wenn er stirbt. Das ist auch sehr gut. Du Verlobte können heiraten. Wer bist du? Die matrilineare Ehe, die ich geplant habe, scheinbar. Machen wir. Ich bin gerade überlegen, ob ich meinen Freund der Bretagne unterstützen möchte in dem Krieg hier unten. Wäre er natürlich wesentlich stärker. England wäre nochmal wesentlich schwächer. Alles, was England schwächt, stärkt ja irgendwie auch mich. Aber es kostet so unglaublich viel Geld. Was ist denn, wenn wir den Krieg verlieren hier? Herzog behält seinen Titel. Er muss Geld bezahlen. Wir teilen 100 Prestige. Er selbst setzt 100 Prestige ein. Ja, ist nicht schlimm, wenn. Also für uns ist es nicht schlimm, wenn er den Krieg verliert. Ich hätte natürlich gerne eine starke Bretagne, wenn ich ehrlich bin. Aber er ist auch schon 51, das heißt, das Bündnis wird nicht mehr so ewig halten. Wenn er stirbt, ist das Bündnis vorbei. Und ja, jetzt gehen wir hier mal in den Rat. Da haben wir den Ratsmarschall, der frei geworden ist. Das ist schlecht, wir hatten einen sehr starken Ratsmarschall. Nehmen wir den Herzog hier. Kannst du bitte weiter die Kontrolle in Lümenach verbessern? Gehen wir kurz in die Kontrolle Map Mode. Entwicklung Geländegrafschaften. Gibt es da keinen Map Mode für? Ein flauschiger, exotischer Teppich. Ja, ich könnte meinem Halbbruder einen Teppich schicken. Behalt ihn selber. Für mein monatliches Prestige. Prestige habe ich nicht so viel. Mein Vater war da besser. Aber ja, unsere Truppen sind ziemlich stark, obwohl wir nur selbst drei Gebiete behalten. Das liegt daran, dass wir die Gebiete langsam aufbauen. Meine Cousine wurde gefangen genommen. Ja, ist ein bisschen nervig, dass ihr nicht sehen könnt, was hier passiert. Aber ich weiß sonst wirklich nicht, wo ich die Kamera hin platzieren soll, weil überall sind immer wichtige Fenster. Vielleicht mittig oben, aber dann seht ihr nicht, wenn wichtige Teile aufploppen. Ne, ich glaube, das ist schon der beste Platz für die Kamera. Wurde eine Fraktion geschaffen? Ich sag euch einfach, was da steht. Sie will das Königreich von Irland und wieder unterstützt sie meinen Bruder. Das ist ja schön und nett. Hat er jetzt seinen Krieg verloren hier tatsächlich? Er hat seinen Krieg, den Gräfin verloren. Ist sie jetzt unabhängiger geworden? Ich weiß es nicht. Offenbar ist nicht jeder Diener am Hof von Prinz Siotrin unerschütterlich treu. Artban versichert mir, dass er einen Weg hier hineinkenne und dass man mit ein paar Münzen in den richtigen Taschen viel erreichen könne. Nochmal 50 Geld. Das ist mir zu riskant. Ich habe 95, 95, was das Maximum ist für einen Mordchance. Das heißt, es sollte eigentlich nichts schief gehen. Und ja, diese Episode wird eigentlich nur daraus bestehen, dass wir vermutlich Geld anhäufen, so viel wie möglich. Unsere Vasallen dazu bringen, uns zu mögen. Eventuell Herzogstitel erschaffen, damit wir ein paar Leute, die unter mir sind, unter Kontrolle haben. Ein Kind verirrt sich im Wald. Ein kaum genutzter Pfad. Artbrand bereitet eine besondere Reise mit Prinz Siothrin vor. Das Kind geht davon aus, einen vergnüglichen Tag im Wald zu verbringen. Ach, 10-Jähriger. Leider wird sich Siothrin verlaufen und vor Anbruch der Nacht nicht mehr gefunden werden. Oh, er war doch noch so jung. Ein Kind verirrt sich im Wald. Tragischerweise kommt das ziemlich häufig vor. Ja, er ist gestorben und ich habe das Earltum von Ennis geerbt. Hochkönig Siothrun ist tot. Die Suche erstreckte sich bis weit in die Nacht, ehe sie abgebrochen wurde und beim ersten Tageslicht von neuem begann. Erst dann fand man die Leiche, blutig, verstümmelt und zerfetzt. Offenbar ein Angriff eines hungrigen Tieres. Zumindest hoffe ich, dass es ein Tier war. Zum Glück sind sich alle einig, dass dies eine schreckliche Tragödie war. Niemand ahnt, dass ich oder überhaupt jemand dahinter steckt. Ja, das ist eine kritische Anspannung, denn wir haben unseren Bruder getötet. Das ist Anspannung pur. Gut, dass wir gefühllos sind, sonst wäre es viel, viel schlimmer gewesen. Jetzt ist die große Frage, wir könnten dasselbe im Herzogtum von Meath tun. Und meinen anderen Halbbruder töten. Ich guck mal, ob wir jemanden einladen können, der da mitmachen würde. 58 Gold wäre sie dabei.
Ich denke nicht, dass ich das machen möchte. Ich weiß es. Dort in der Hand. Nee, ich will es nicht. Will ihn nicht töten. Weiß, eine schwierige Entscheidung. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass er da ist. Ich würde gerne ein Bündnis mit ihm haben, wenn ich tatsächlich bin. Möchte er nicht, weil er ein Anspruchsteller ist. Dann werde ich versuchen, ein Druckmittel zu fingieren. Das sieht sehr gut aus. Mit ihm hier hatte ich doch mal ein Bündnis. Das will er auch wieder haben. Sehr gut. Mein stärkster Herzog. Das sollte ich auch beibehalten, dieses Bündnis. So, mit euch beiden hier oben. Ihn mag ich ja eigentlich. Ich würde gerne dieses Herzogtum erschaffen. Das Herzogtum von Ulster. Dann würde ich ihn hier. Wer ist denn Elech? Moment mal, du bist unter dem Herzog. Das ist falsch. Muss ich noch berichtigen. So, und dasselbe ich hier auch. Ich hätte gerne, dass sie hier verschwindet und unter ihm als Herzog. Das heißt, das nächste Gold. Oh, ein paar Achievements. Ein bedauerlicher Unfall und alles bricht zusammen. Aber die hatte ich schon. Das ist jetzt. In jedem Spiel sammelt man die Achievements neu. In Steam werden sie dann einzeln nur gezählt, ja. Geistiger Zusammenbruch, liederliches Verlangen. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lasziven Gedanken und erotischen Fantasien abgelenkt. Bei all den Beschwernissen des täglichen Lebens ist es allzu leicht, sich in Tagträumereien zu verlieren und die Wirklichkeit zu vergessen. Dieses Verlangen stört eindeutig mein Leben, doch was soll ich nur dagegen unternehmen? Ich muss in die Klausur gehen, um solche Verlockungen zu meiden. Ich könnte einsiedlerisch werden. Nicht gut. Vielleicht wird eine neue Betrachtung von Gott mir helfen. Ich werde orthodox. Ich beiß mir auf die Lippen und mache. Und konzentriere mich weiter. Ich werde mich auf die Lippen beißen. Ich will nichts davon haben. Das ist schlecht für meine Anspannung. Ich bin Stufe 2. Gibt es. So, jetzt kurz. Geistiger Zusammenbruch. Ungebührliche Bemerkung. Ich sitze da und höre nur mit einem Ohr hin, als der Bauer seine Leidensgeschichte zu Ende bringt. Ehrlich gesagt ist mir kaum bewusst, worum es wirklich ging. Mir schwirrt der Kopf von meinen eigenen Beschwerden. Eine glaubhafte Geschichte. Wahrscheinlich seid ihr ein fremdländischer Spion, antworte ich, ohne genauer darüber nachzudenken. Am Hof um uns herum wird es schlagartig still und alle Blicke richten sich auf den verblüfften Gemein um mich. Offenbar war dies nicht die erwartete Antwort gewesen. Verschwindet allesamt. Wieder einsiedlerisch. Was habt ihr denn von mir erwartet, dass ich. Erwartet, ihr Milchtrinker? Reizbar. Ich finde, reizbar ist gar nicht so schlimm. Ich werde reizbar nehmen. Nun reizbar. Und das Ding ist, ich kann jetzt diese Entscheidung auskeilen nutzen, weil ich eben reizbar bin. Ein zufälliger Vasall. Werde ich tun. Wenn ich verliere, dadurch Anspannung. 24. Keile aus. Hallo. Nervig. So. Dieser Charakter tut nichts. Achso, ja, direkter Vasallmeinung. So, und zwar bei ihr. Naja, okay. Sollte eh gehen. Das bin ich nur in Stufe 1, das ist in Ordnung. 2 ist schon ziemlich schlecht, 3 ist die schlimmste. Bei 3 kann einiges passieren, da kann man sogar abdanken. Ja, dann haben wir das jetzt auch aus dem Feld geschafft. Ich möchte sie hier unbedingt loswerden. Und zwar schnell. Ich möchte das Herzogtum schon. Aber ich möchte eigentlich, dass eins meiner Kinder dieses Herzogtum hat. Nicht irgendwie den Titel von ihr aberkennen. Oder nein. Ein Ränkespiel vorzug. Der Hub der Schatten. Im Dreckwühlen. Dreckwühlen finde ich sehr schön. Denn dann möchte ich direkt das auch einsetzen und er soll für mich. Welche ist die stärkere Provinz? Die hier. Ich würde diese Provinz gern für mich selber holen, indem ich ihn irgendwie dazu kriege, irgendwas Verräterisches zu tun. Oder es rausfinden, dass er was Verräterisches tut. Ein Druckmittel fingieren würde ich auch gerne. Was mache ich ja gerade gegen meinen Bruder? Also ja, jetzt sind wir komplett im Intrigespiel. Als undurchschaubarer Intrigenspinner. Weg von der Diplomatie von vorher, mal weg von der Diplomatie meines Vaters. Hin zu dem undurchdringlichen. Undurchschaubaren Intrigenspinner. Ja, aber unser Reich ist sehr sicher. Wir haben Bündnisse mit unseren stärksten Vasallen.
Wir haben unser eigenes Land wieder zurückgeholt. Denke ich, werde ich hier tatsächlich das Geld auch nehmen. Noch einen Hafen bauen. Er ist unglaublich, wie die Meinung und Bedürfnisse irgendwie. Sie ist herrisch. Naja. Ich hoffe ja noch, dass ich Söhne kriege. Die Ehefrau ist noch recht jung. Da sollte also einiges möglich sein. Genau, ich war stehen geblieben. Ich wollte hier einen Handelshafen bauen. Ich möchte in allen meinen Provinzen Entwicklungen vorantreiben. Und hier muss dann auch noch ein Handelshafen kommen. Ja, man sieht, ich mache immer mehr Geld. Das liegt auch daran, dass ich unsere Burgen ausbaue. König Robert hat eine neue Allianz gegründet mit einem Herzog, der 1000 Truppen hat. Sehr spannend, was in England los ist. Das Komplott ist aufgeflogen. Die Verstrickung darin ist nicht bekannt. Ach, Mann. Scheiße, ich werde es beenden. Ich hätte sehr gerne ein Druckmittel gegen meinen Bruder gehabt. Aber ich werde nun ein Druckmittel gegen ihn fingieren. Wer ist denn ein Erbe? Ja, ich muss genug Erben. So, vielleicht schaffen wir das ja. Ich habe 21 Intrige. Es sollte eigentlich viel besser laufen. Naja, mal gucken, ob sich jetzt gleich was rausfindet hier. Es ist ja gleich fertig, der Fortschritt bei Geheimnisse aufspüren. An den heiteren Kellerhahn. Bei meiner Tätigkeit im Hof von Earl Echo konnte ich keine Geheimnisse entdecken, die der Ratsmarschall Robert Tach haben könnte. Allerdings müssen wir uns nicht zwangsläufig von der Wahrheit aufhalten lassen. Gegen Robert Tach brauche ich eigentlich meiner Meinung nach kein Druckmittel. Sei denn, ich würde ihn töten wollen. Das möchte ich nicht. Also versuchen wir es noch einmal. Und kann jemand einkerkern? Was hat sie denn getan? Sie ist unzüchtig. Es könnte gelingen, es wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Das ist meine Mutter gewesen. Sie ist schwanger. Meine. Nein, es ist nicht meine Mutter, es ist irgendeine von den Königinnen. Wird sie begnadigen. Ich meine, ihr Mann ist tot, soll sie doch mit jemand anders schlafen, wenn sie Bock hat. Wir sind da nicht so im Inselchristentum. Die eine Schlange bei Hofe. Ich begebe mich gerade in meine Gemächer, um ein wenig gesegneten Schlaf zu genießen, als ich ein leises Rascheln von einem der Fenster höre. Nur der Wind, denke ich bei mir, bis der Wind zu reden beginnt. Dulce! Ach, das hatten wir schon mal. Schon wieder! Schon wieder will der Bürgermeister meine Frau ran. Wie habt ihr meine Cousine da gerade genannt? Cousine, das ist doch genau meine 50-Jährige. Das ist meine Mutter, Cousine. Ist das meine Mutter? Ich bin verwirrt. Wer ist denn meine Mutter eigentlich? Eine 72-Jährige. Ah ja. Eine der ältesten Ex-Ehefrauen oder Witwen von meinem Vater. Der kommt hier. Man weiß es nicht. Es ist überall Krieg. Galloway bricht Krieg gegen die Bretagne, bretonische Anführung Hermondie. Oh Mann. Du bist im Krieg hier unten mit dabei. Ja, der Bretagne-Krieg könnte auch langsam mal vorbei. Ist ja ein endloser Krieg hier. Ich könnte auch helfen, aber will ich ja nicht. Frage der Loyalität. Erwartet ein Kind. Ja, ich bin paranoid, deswegen. Ich werde diskret nachgehen. Ich bin paranoid und ein undurchschaubarer Intrigenspinner. Deswegen werde ich bei jedem Kind den Verdacht haben, dass es nicht meins ist. So, Geheimnisse aufspüren geht jetzt ja wirklich, wirklich schnell. So ein unbegründeter Verdacht. Sehr gut. Ja, sie mag mich halt nicht so gerne. Echt. Mach mir mal. Nee, du bist es gar nicht. Wer macht mir gerade ein Kind von den allen hier? Sie, die 35-jährige, wohlgestaltete, meisterhafte Philosophin, ist schwanger. Jemand hat einen Anspruch auf mein Herzog, auf mein Earltum erstellt. Und zwar mein Bruder. Nee, nicht mein Bruder, der Herzog von Connacht. Aha, interessant. Lügen und noch mehr Lügen. So, die Kontrolle ist jetzt bald weiter oben in meinen Gebieten. Farmount ist schon mal weiter oben. Alle anderen sehen gut aus. Sind alle bei 100%. Das Volk mag mich auch hier in Port-le-Gré wegen Almosen der Beschwichtigten.
Also König Robert in England schießt eine Allianz nach der anderen, dass er sich noch so stark hält gegen das Königreich von Oxfordshire. Das ist ein abartig großes Königreich, geführt von irgend so einem erlauchten Herrscher. Boah, Earl Robert. Verrückt. Der Fluch endet. Wer bist du? Ach, mein Schwager und Rivale, den ich raffen wollte, der dann geflohen ist. So. Erigith kann heiraten. Ein Bündnis in der Gegend. Nö. Ja, Erigith, du bist 42. Dann nimm doch einfach irgendeinen Ritter von mir. So. Apropos Ritter, noch einmal ganz kurz durchgucken, wer meine Ritter sind. Der Herzog soll auf jeden Fall, der ist ein sehr guter Ritter, der soll auch. Dieser Herzog, mein Halbbruder soll auf jeden Fall auch in die Schlacht. Der gesamte Rest erlaubt. Dann haben wir das auch geregelt. Geld kommt rein, mächtige Vasallen erwarten Posten. Du wärst ein richtig guter Erzbischof, aber das darfst du leider nicht werden. Und du bist sehr, sehr gut in Intrige. Da sollte ich doch mal drüber nachdenken. Zu tauschen, ja. Machen wir so. Vielleicht findet er jetzt ja noch schnell was. Letzte Aktion für diese Folge. Beim Geheimnisse aufspüren. Lassen wir mal kurz durchticken. 80. Ich mache mal schnell fünffache Geschwindigkeit. Und meine Wunde ist endlich verheilt. Ich war jetzt wie viele Jahre verletzt? 6 Jahre war ich verwundet. Jetzt bin ich wieder gesund. Ich habe einen Sohn und Erben. Er ist leider nichts Gutes geworden. Ich werde ihn. Wie ist denn mein. Alla. Karthach. So werde ich ihn nennen. Dach. Hier unser erster Charakter, den wir gespielt haben. Das war gar nicht Karthach, oder? Myrrhedach war unser erster Charakter, den wir gespielt haben. Dann soll er Myrrhedach heißen. In Erinnerung an unseren Großvater Myrrhedach. So, und er hat die Aufgabe erledigt. Konnte ich keine. Sein Onkel Rian. Auch dafür brauche ich eigentlich einen Grund. Okay, das wird er nicht mehr. Also, ich habe das Gefühl, da finden wir nichts raus. Ich werde jetzt bei ihr hier. Dürfte ich bitte einmal. Und darf nicht in Lannister. Ich bin so doof. Sie ist mein neuer Radspitze. Ja, nee, dann mach da weiter, wo du bist. Und das soll es dann auch gewesen sein für diese Folge. Wie gesagt, wir haben ein bisschen internes das Reich aufgebaut. Wir haben Geld ausgegeben. Unsere Häfen in Ines in Lümenach gebaut. Pörtl-Aigre. Haben wir nicht genug Geld für. Kommt als nächstes. Und dann sieht das mit der Entwicklung auch immer besser aus. Deathmond, Thomond, Annis, Ormond. Das sind alle. Hier 9, 8, 16, hier haben wir 14. Und ja, in der nächsten Folge geht es weiter. Mal sehen, was sich für Möglichkeiten uns bieten, ob wir vielleicht irgendwie expandieren können oder ob wir weiter intern uns aufbauen. Und ich sage bis dahin, euer Mische.